Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong demonstrieren in diesen Tagen ständig Tausende Menschen, weil sie Angst davor haben, dass ihnen ganz grundlegende Menschen- und Bürgerrechte weggenommen werden. Und zu diesen Menschen- und Bürgerrechten gehört auch das Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Und wir sollten uns in diesem Haus mit Sympathie und mit Solidarität an die Seite aller Menschen auf der Welt stellen, die für die Meinungsfreiheit demonstrieren, meine Damen und Herren. Und das sollten wir tun, weil wir in einem Land leben dürfen, weil wir das große Geschenk leben dürfen, in einem Land zu sein, in dem die Meinungsfreiheit in der besten Verfassung, die es auf deutschem Boden jemals gegeben hat, geschützt ist. Und das ist das Grundgesetz. Und wer, meine Damen und Herren, nicht in der Lage ist, eine Diktatur von einer Demokratie zu unterscheiden, der ist nicht nur ethisch und moralisch völlig verwahrlost, der ist auch ohne jeden inneren Kompass für eine politische Tätigkeit. Und deswegen muss man klar sagen, es macht einen Riesenunterschied, ob man in einem totalitären und in einem autoritären Regime lebt oder ob man in einem freiheitlichen Verfassungsstaat wie der Bundesrepublik Deutschland lebt. Und zu dieser Familie gehören auch wir hier im Deutschen Bundestag. Und da muss man eine klare Grenze und einen klaren Strich ziehen zwischen diesen beiden Systemen. Und davon sind, meine Damen und Herren, Extremisten auf beiden Seiten des politischen Spektrums betroffen. Denn wir haben Extremisten, die ein romantisches Verhältnis zu Diktaturen haben, auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Auf der einen Seite Rechtsextremisten, die nach Syrien fahren, um sich mit dem Assad-Regime zu treffen. Da sage ich, Syrien ist eine Diktatur. Und ich bin davon überzeugt, dass es in Deutschland genug Menschen gibt, die lieber in Deutschland leben wollen, wo die Meinungsfreiheit geschützt ist und nicht in Syrien. Und meine Damen und Herren, es gibt Menschen aus der Linksfraktion, die fahren nach Venezuela zu einem Präsidenten, der die Oppositionellen ins Gefängnis schmeißt und das eigene Volk verhungern lässt, um mit dem ein Selfie zu machen. Da kann ich sagen, es gibt in Deutschland genug Menschen, die wollen hier bei uns leben, weil hier die Meinungsfreiheit geschützt ist und nicht wie in einer Diktatur in Venezuela missachtet wird. Und weil wir deswegen sehr genau beobachtet werden auf der Welt, wie die Situation der Meinungsfreiheit auch hier bei uns in Deutschland ist, müssen wir in Deutschland doch gerade die Meinungsfreiheit hochhalten und wertschätzen und verteidigen und nicht nur abstrakt über die Reichweite, über den Gehalt der Meinungsfreiheit diskutieren, sondern sie tagtäglich leben. Und das bedeutet, dass man skeptisch ist gegenüber staatlichen Maßnahmen wie einer Ausweitung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Das bedeutet, dass man kritisch ist bei staatlichen Maßnahmen wie der Einführung von Upload-Filtern. Da sind viele junge Menschen, die sich Sorgen machen um eine immer weitere Zensur, um eine immer weitere Einschränkung der Meinungsfreiheit, gerade im Internet. Und deswegen gehört auch ein wachsames Auge auf die Tätigkeiten des Staates zu einer Verteidigung der Meinungsfreiheit in Deutschland. Und die Meinungsfreiheit, sie muss aber nicht nur mit Blick auf den Staat verteidigt werden, sie muss in Deutschland auch mit Blick auf die Gesellschaft verteidigt werden. Und es ist absolut inakzeptabel, wenn in meinem Wahlkreis in Göttingen der ehemalige Bundesminister Thomas de Maizière keine Autorenlesung halten kann. Ich kann mich an mein eigenes Studium erinnern, das ist noch nicht ganz so lange her, da gehörte es zu den absoluten Highlights in Hamburg, Diskussion mit dem damaligen Verteidigungsminister Thomas de Maizière. Er hat sich gut geschlagen, aber er hat auch 2 Stunden massiv einstecken müssen von den Studierenden. Beide haben ihren Punkt gemacht, der damalige Minister und die Studierenden. Und das ist doch die Art und Weise, wie wir unsere Studierenden, wie wir unsere Schüler an den Hochschulen, an den Schulen vorbereiten wollen auf den Meinungskampf. Was wollen wir denn für Menschen, für Persönlichkeiten heranziehen in den Universitäten und in den Hochschulen? Wollen wir Menschen, die beim ersten Kontakt außerhalb ihrer Filterblase vor Empörung zusammenbrechen? Oder wollen wir Persönlichkeiten, die in der Lage sind, im Zweifelsfall auch in harter Diskussion die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Meinungskampf zu verteidigen? Und wenn Sie das Letzte wollen, wenn Sie das Zweite wollen, wenn Sie diese Persönlichkeiten wollen, meine Damen und Herren von der SPD, dann müssen Sie in Hamburg auch Christian Lindner reden lassen und nicht nur Sarah Wagenknecht. Die Tatsache, dass derzeit die Universität Hamburg eine Veranstaltung genehmigt hat mit Sarah Wagenknecht, aber eine Veranstaltung mit Christian Lindner geht nicht, das ist mit Blick auf die Meinungsfreiheit reine Willkür. Und diese Entscheidung kann keinesfalls Bestand haben, meine Damen und Herren. Und ich weiß, dass viele von Ihnen, und ich halte das für ein ehrenwertes Anliegen, gerade deshalb skeptisch sind mit Blick auf Diskussionen in Hochschulen und Schulen, meine Damen und Herren, von Linken, SPD und Grünen, weil sie Sorge davor haben, dass dann die AfD-Vertreter dort zu Wort kommen. Aber ich kann Ihnen eines sagen, die meisten von der AfD sind so schlecht, dass wir es immer schaffen werden, als Demokratinnen und Demokraten gegen die anzugehen. Wir werden es immer schaffen, mit den besseren Argumenten, mit unserer Leidenschaft, mit unserem Mut für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, auch in Diskussionen gegen die AfD Bestand zu haben.
Und ich habe mich noch nie vor einer Diskussion mit der AfD gedrückt. Und ich werde das auch weiterhin nicht machen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir Demokraten, nicht nur wir Freien Demokraten, sondern wir Demokraten, die besseren Argumente haben in der Auseinandersetzung mit der AfD. Und dass die so schlecht sind, sieht man schon daran, dass sie es gerade nötig haben, mit Michael Roth, ein Mitglied der Bundesregierung, anwaltlich abzumahnen, weil Michael Roth im Meinungskampf eine Äußerung gegen die AfD gemacht hat. Wie peinlich ist das eigentlich, dass ihr Mitgliedern dieses Hauses einen Anwalt auf den Hals hetzt, weil ihr die Meinung nicht ertragen könnt? Das zeigt schon, wir brauchen uns um die demokratische Auseinandersetzung keine Sorgen machen. Und wir können gegen die Feinde der Demokratie Bestand haben, wenn wir die Meinungsfreiheit mutig und mit Leidenschaft nutzen. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Dr. Volker Ulrich das Wort.